Die sind so beschäftigt. Auf jeden Fall wollen wir gleich noch ein bisschen Fußball spielen. Wir suchen uns dann ein paar Kinder hier aus dem Publikum, die gegen die drei antreten sollen, beziehungsweise nicht gegen alle drei gleichzeitig, sondern gegen einen, dürfen sich dann aussuchen. Darf Adil Kutschera denn überhaupt Fußball spielen? Müssen wir ihn mal fragen. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, du bist verletzt. Ist das wahr? Leon. Ja, doch, ich bin verletzt und ich kann nicht Samstag Sonntag spielen. Fangen wir mal anders, was hast du dir denn gewünscht? T-Shirt und Jeans. Was hat Pavel sich gewünscht zu Weihnachten? Auch. Gut. Und Thilo? Ich habe mir gar nichts speziell gewünscht, nur einfach Gesundheit, Glück und einfach Zufriedenheit und natürlich, dass man mir einen Aufstieg. Das werden wir immer öfter spielen lassen. Der war auch nicht drin. 1-1, ja. Unentschieden gegen den Zweitligaspieler. Das ist doch auch was, Claudia, oder? Ja, wer kann das schon von mir behaupten? So, jetzt der Nächste. Herr Tacke, noch eine Frage. Ja, welche Frage haben wir jetzt? Was kosten Frühstücke im Marktkauf am Mittwochmorgen? Ich weiß es, es steht hinter euch. Einfach reinschreien. Der junge Mann, der da hinten Ball gemacht hat, der war es, glaube ich. Ja, genau. Ja? Mit dem Arminia-Schal, den sie jeden Tag umhat. Wir müssten mal morgen wiederkommen, da hat sie den immer noch um. Und noch ein paar Blumen. Der war fast drin. War ein halber Wasser. Pavel? Pavel möchte mal. Komm, wir tauschen mal, doch. Ja. Was war das denn? Ich weiß, warum Arminia nicht so viel trifft. Ist aber auch der Spiel heute. 2. Übrigens, die Verlosung von dem Trikot ist gleich um 6, ne? Also alle hier stehen bleiben. Oh, Thilo hat schon verbunden. Schon wieder drin. Ich frage mich, warum er nicht öfter spielen darf. Der trifft hier immer alles nacheinander. Müssen wir mal mit dem Trainer reden, ne? Alle drei drin. Steht auch 1-0. Die Richtung passt schon mal. Und noch 2 Schuss. Und nebenbei können natürlich auch Fotos gemacht werden hier vorne, ne? Mit Pavel Ford, mit Radim Kutschera, die sind ja beide noch da. Oh! Ich muss noch eine Frage aufnehmen. Alle, die gleich geschossen haben, kriegen dann eine Frage einfach gestellt. Ne, Frau Meier? Ihnen fällt schon was ein. Nein! Tja, was war denn jetzt los? Wir haben das eben schon mal angesprochen. Das Gerücht geht rum, dass Jan Schimak verpflichtet worden sein soll. Was sagst du denn dazu, wenn das wirklich so sein sollte? Ich habe von dem Gerücht heute nur in der Zeitung gelesen und jetzt eben von Ihnen auch das erste Mal gehört, dass er eventuell verpflichtet ist. Da kann ich nicht groß was zu sagen. Eventuell wird man da die nächsten Tage was von Detlef Dammeyer oder vom Trainer hören. Ich kann da so nicht zu sagen, das weiß ich nicht. Aber wäre doch eine super Verstärkung, oder? Das mit Sicherheit nach vorne. Ja. Das glaube ich auch. Wir schreiben mal noch weiter Autogramme und du
warst bei dem Spiel, jetzt, bei dem letzten, 1-1 ist das ja ausgegangen. Wie war das denn? Gut. Gut, du hast aber nur 2 Tore gesehen, ne? Wann bist du das nächste Mal in der Schuko Arena? Weiß ich nicht. Hast du dir da vielleicht was zu? Vielleicht wäre das ja nochmal so ein kleiner Tipp an den Weihnachtsmann, nochmal so eine Arminia-Karte. Da vorne steht, glaube ich, der Papa. Und wie der Vater, sie haben eine Dauerkarte. Er wünscht sich eine Dauerkarte. Vielleicht ja auch ein Schal, ein Trikot. Hat er das alles schon? Hast du das schon? Nur ein Schal. Nur ein Schal. Ja.